Was ist denn Nachhaltigkeit? Die ökonomische, ökologische und soziale Komponente, bla bla bla, das hören wir den ganzen Tag. Nachhaltigkeit ist nichts anderes, als den Respekt zu geben gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Und wenn du danach handelst, wirst du jeden Tag merken, dass es ganz schnell geht, dass du einmal auf die Füße trittst. Ich handle auch privat sehr respektvoll, ja. Ich bin heute auch mit dem Zug da, obwohl es viel länger dauert als mit dem Flieger. Aber die Zeit nehme ich mir für die Umwelt und für mich auch.